ich habe das ganz schön hinter mir, hinter mich gebracht gehabt und entsprechend natürlich ein bisschen Erfahrung gehabt. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, wie das ist, wenn man als Personaler einen hat, der davor einen sitzt. Das Wichtigste ist erstmal, man sollte sich vorbereiten. Natürlich, die Vorbereitung kann unterschiedlich ausgehen. Anfang natürlich auf die Webseite hingehen, sich das Unternehmen anschauen und gucken, was das Unternehmen überhaupt ist, wie sich das Unternehmen repräsentiert. Das ist die eine Möglichkeit. Dann kann man natürlich entsprechend das Unternehmen besuchen, je nachdem was für ein Unternehmen, sich mit den Leuten da unterhalten, die schon dort arbeiten, Erfahrungen haben, vielleicht ein paar Tipps mitholen. Und entsprechend das wäre dann die Vorbereitung. Man hat dann entsprechend einen schönen Einblick in den Beruf, den man aussuchen möchte, wo sich hinwendet und kann auf die Frage darauf antworten, die Fragen, was stellen Sie sich vor, was Sie hier für Tätigkeiten ausüben sollen. Das ist eine gute Überleitung zum zweiten Punkt. Auf eventuelle Fragen sich vorbereiten. Viele stellen immer die gleichen Fragen. Wie kamen Sie auf unser Unternehmen? Wieso möchten Sie bei uns arbeiten? Und so weiter. Auf diese Fragen kann man sich schon mal entsprechend vorbereiten. Natürlich, wenn ihr, je nachdem, was für ein Zeugnis ihr habt oder sonstiges, könnt ihr euch natürlich fragen, wieso haben sie so eine Note da in dem Fach? Da können sie natürlich entsprechend eine Begründung hinlegen. Der dritte Punkt ist, sich angemessen kleiden. Es ist ein großer Unterschied, wenn man die nonverbale Sprache kennt, wie eine Person antwortet. Die Person underdressed oder overdressed. Sprich, möglichst vermeiden, zum Bewerbungsgespräch hinkommen mit kaputten Schuhen, mit kaputten Jeans oder sonstiges. Ein gepflegtes Äußeres kann schon wunderbar bewerben. Neben die Schuhe gepflegt aussehen, ein gebügeltes Hemd, Hosen, natürlich die nicht mit Löchern übersät sind. Das wäre ein normaler Anzug, wo man hingehen kann. Der vierte Punkt ist Lächeln beim Bewerbungsgespräch. Es gibt nonverbale Signale, einmal die feindlichen und die freundschaftlichen Signale. Wenn ihr hingeht, eine Mimik zieht von was weiß ich was, sich störrisch anschaut oder nicht lächelt, dann sendet das automatisch an die Personaler, also die dort vor euch sitzen, ein negatives Gefühl, ein negatives Signal. Dadurch habt ihr entsprechend schon mal keine guten Karten. Und ein Lächeln kann auch entspannen. Kommen wir zum fünften Punkt. Nervosität aufbauen, bzw. Nervosität ansprechen. Es ist das Normalste der Welt, wenn ihr natürlich nervös seid. Jeder ist nervös in einer bestimmten Situation, wo er das erste Mal drin ist. Ob es bei der Präsentation ist, ob es beispielsweise angenommen, ihr geht hin und wollt nur mal was schauen oder ihr habt euren ersten Arbeitstag, Bewerbungsgespräch. Wenn ihr da sitzt, natürlich ist es nervös, kann man nervös werden. Das ist kein Problem. Sprecht das einfach an. Sagt, hey, ich bin nervös, tut mir leid und die werden schon ein Verständnis dafür aufhaben. Wieso solltet ihr das machen? Es kann sein, je nach Personalabteilung, also Personalmitarbeiter, könnte es sein, dass diese auch in der nonverbalen Kommunikation geschult sind und entsprechende Signale gucken. Sie verarbeiten es automatisch in ihrem System. Und wenn er schon nonverbale Signale schickt, die, sag ich mal, aus der Universität beispielsweise Unbehagen euch zeigen, also dem Personaler zeigen, dann kann es sein, dass sie dann verstimmt mit dem Bewerber nicht. Wir sollten vorsichtig sein oder er passt zu uns irgendwie nicht. Das wäre ein Punkt. Kommen wir zum Punkt 6. Bei mehreren Sitzmöglichkeiten einfach mal nachfragen, wo man sich denn hinsetzen kann und nicht einfach hingehen und sich irgendwo hinsetzen. Oder warten, bis sich die Leute hingesetzt haben und man sich selbst dann später hinsetzt. Beziehungsweise wenn man aufgefordert wird, sich hinzusetzen. Das zeigt einen nötigen Respekt. Punkt 7 ist Getränk anbieten. Wenn ihr ein Getränk anbietet zum Trinken, kann es sehr viel Nervosität abbauen. Im Laufe des Gesprächs werdet ihr nicht mehr nervös sein. Ihr
Atmosphäre wird sich entspannen und dann wird sich alles wieder normal bewegen. Punkt 8, nonverbales Verhalten. Schon sich hingesetzt hat, also nicht so nach dem Motto wie ein Bumsack sich hinsetzen und krumm Rücken oder sonstiges sitzen, sondern gerade Sitzhaltung und sich etwas vorlegen. Das zeigt, dass man Interesse hat. Punkt 9, Mobiltelefon, no go. Ganz gar nicht, also das geht gar nicht. Auch, ich finde persönlich, wenn man mit Leuten unterwegs ist, Mobiltelefon gehört aus. Und dementsprechend zeigt, dass man irgendwas zu verbergen hat und das sollte auch nicht sein. Da kann man auch mal reden. Und wenn man gerade nicht die Antwort weiß, kann man sagen, tut mir leid, ich weiß die Antwort nicht. Nur wenn ihr euer Bestes gibt, wenn es schon gut kommt, dann könnt ihr nur noch abwarten und reagieren. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Das war Alexander Klaff von Lernboard. Ich bin Alexander Klaff. Ich wünsche euch noch viel Erfolg beim Bewerbungsgespräch. Ich werde nächstes Mal.